Herzlich willkommen. Schön, dass du heute wieder dabei bist in meiner Show Leadership is a Lifestyle. Ja, Leadership is a Lifestyle und Leadership kann manchmal auch ganz schön anstrengend sein. Es kann zum Beispiel anstrengend sein, wenn dein bester, dein wichtigster Mitarbeiter kündigt. Tja, viele Chefs sind in dem Moment geschockt, denken, oh, was mache ich denn jetzt? Wie soll es weitergehen? Ja, und meine Gedanken zu diesem Thema, die erzähle ich dir in dieser Show. Plötzlich kommt der Tag X. Du hast es irgendwie geahnt. Du hast es irgendwie ja im Blut gehabt und plötzlich steht dein Mitarbeiter, deine Mitarbeiterin vor dir und sagt, hält einen Umschlag in der Hand, ja, ich muss mal mit dir oder mit ihnen sprechen. Und dann weißt du schon, oh je, was kommt jetzt? Eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter, der Jahre für dich gearbeitet hat und unheimlich engagiert war und einen richtig guten Job gemacht hat, der seinen Arbeitsbereich richtig gut kennt, ja, der kündigt plötzlich. Oh je, was machst du jetzt? Ne? Da gehen dir in dem Moment ganz viele Gedanken durch den Kopf. Vielleicht gehen dir solche Gedanken durch den Kopf wie, oh, ich habe diese Person ausgebildet. Ich habe so viel Zeit investiert. Ich habe so viel Geld und Energie investiert. So viel Arbeit in diese Person. Und sie ist doch jetzt endlich gut eingearbeitet und jetzt kündigt sie. Tja, da möchte ich dir eins zu sagen. Ja, du hast Zeit investiert. Du hast Geld investiert. Und die Person hat vielleicht auch einen guten Job gemacht. Wenn sie deine beste oder dein wichtigster Mitarbeiter oder Mitarbeiterin ist, dann hat sie ja auch die ganze Weile einen richtig guten Job gemacht. Sie hat sich engagiert und sie hat das auch verdient, dass du Zeit und Geld in sie investiert hast. Und plötzlich kommen auf einmal neue Lebensumstände. Man will vielleicht zum Partner ziehen oder in eine andere Region ziehen oder irgendwas Familiäres ist passiert oder man möchte sich auch einfach mal weiterentwickeln. Klar, stell dir vor, sowas gibt es. Menschen möchten sich weiterentwickeln. Und wenn sie vielleicht schon Jahre bei dir gearbeitet haben, kann das sein, dass jemand sagt, ich will auch mal was anderes kennenlernen. Ich bin jetzt so lange schon bei dir und es ist auch gut und schön hier, aber ich möchte gerne einmal ein anderes Unternehmen kennenlernen. So, und so ist es bei mir passiert. Und mir sind natürlich auch die Gedanken, die ich dir eben gesagt habe, durch den Kopf gegangen. Aber ich bin auch ganz schnell darauf gekommen, dass ich gesagt habe, ja, jeder Mensch ist eine eigene Persönlichkeit und hat ein Recht, über sein Leben und über seinen beruflichen Werdegang zu entscheiden. Und wenn dann irgendwann mal die Entscheidung fällt, das Unternehmen zu verlassen, heißt das ja nicht, dass sie dich verlassen, sondern sie verlassen ihr Unternehmen, dein Unternehmen, ihre Arbeit, weil sie einfach was anderes machen möchten, weil sie sich weiterentwickeln möchten. Und das sollte man akzeptieren. Man sollte diese Person auch wirklich im Guten verabschieden und auch eine gute Trennungskultur haben. Weil das finde ich immer unwahrscheinlich wichtig, dass Menschen, die viele, viele Jahre Einsatz gebracht haben, Zeit, Energie, Gedankengut investiert haben, die haben auch einen fairen Abschied verdient. Ich weiß, dass es viele Unternehmen nicht so tun und ich erlebe ja auch das ein oder andere beim Arbeitsgericht und da empfehle ich dir nur, auch wenn du noch so enttäuscht bist und noch so verletzt bist, das ist wie bei den Kindern. Verleih den Kindern Flügel und sie kommen dann vielleicht irgendwann von alleine wieder zurück. Und ja, wenn ein Mensch das Unternehmen verlässt und der hinterlässt ja auch Spuren und du denkst, ach, wer weiß, wer kann denn diese Arbeit übernehmen und wie kriege ich das denn jetzt alles geregelt und jetzt habe ich viel mehr zu tun und die anderen haben viel mehr zu tun, dann sage ich, ja, da ist aber in der Vergangenheit irgendetwas schiefgelaufen, weil du darfst dich niemals auf eine Person so 100% verlassen. Ja, jeder
ist ein eigener Mensch und es kann auch jemand vom Baum fahren und von heute auf morgen weg sein. Und ganz wichtig ist auf jeden Fall Backups zu haben im Unternehmen, Menschen im Unternehmen zu haben, die diese Aufgabe übernehmen können. Vielleicht nicht zu 100%, aber vielleicht hast du einige, die das so in Teilen übernehmen können. Das ist ja schon, damit ist ja schon ein Stück weit geholfen. Dann bin ich ein Freund von längeren Kündigungsfristen. Ich weiß, ich stehe da manchmal alleine mit meiner Meinung, aber ich investiere lieber noch ein paar Monate in eine Person, die innerlich gekündigt hat, als dass ich von heute auf morgen dastehe und kann auf diese Person nicht zurückgreifen. Und gute Leute leisten auch ihren Dienst bis zur letzten Minute. Ich habe das auch schon erlebt ab dem Moment der Kündigung, Krankmeldung und so weiter. Okay, von diesen Menschen rede ich nicht. Ich rede von den Leuten, die kündigen und trotzdem noch ihren Mann und ihre Frau stehen bis zum letzten Tag. Und diese Leute haben es auch voll verdient, dass sie von dir auch noch die Leistung in jeder Beziehung bekommen, dass sie auch noch deine Anerkennung bekommen. Weil, wie gesagt, ich erlebe das so oft, dann wird um irgendwelchen Prämien gefeitet und um Zeugnisaussagen und so weiter, weil der Arbeitgeber einfach sauer ist, dass er Mitarbeiter gekündigt hat. Nein, jeder hat ein Recht auf sein eigenes Leben und auf seine eigenen Entscheidungen. Und wenn du ein Problem hast, wenn ein Mitarbeiter kündigt, ja, an wem liegt das denn? Ich würde sagen, an dir oder an mir. Und in dem Moment heißt es zu handeln. Zu handeln in dem Sinne, wirklich ganz schnell dafür zu sorgen, dass Ersatz auf diese Position kommt, damit die Person noch die Gelegenheit hat, eingearbeitet zu werden. Also die neue Mitarbeiterin, der neue Mitarbeiter Gelegenheit hat, eingearbeitet zu werden. Auch noch so ein bisschen die Tipps und Tricks des Vorgängers mitbekommt, noch einiges mitnehmen kann. Und jetzt sagen wir mal ganz ehrlich, wenn du im Guten mit deinen Leuten auseinandergehst und du hast da noch eine Frage und rufst dann an, ja, sie werden dir weiterhelfen. Absolut, mit absoluter Sicherheit, sie werden dir weiterhelfen. Ja, und wenn du dann jemand Neues im Team hast, versuche nicht, eine Kopie der gegangenen Person zu bekommen. Weil das wirst du nicht kriegen. Jeder ist ein Individuum, jeder hat seine eigene Arbeitsweise, jeder hat seine Persönlichkeit. Bringe demjenigen bei, was ihm fehlt oder ihr fehlt und nehme es gerne und dankend an, was diese Person mitbringt. Weil manchmal ist es so, dass dann jemand kündigt und du denkst, oh Gott, das kriegst du nie wieder hin und die Stelle wird nie wieder so gut besetzt. Und dann fängt dann jemand an, vielleicht ist es am Anfang ein bisschen holprig, aber nach einiger Zeit denkst du, ups, da sind ja ein paar Dinge, die jetzt neu eingeführt wurden, die es vorher nicht gab, die ja ganz gut sind. Und man sagt ja auch nicht umsonst, neue Besen kehren gut. Und wenn du Mitarbeiter hast, die schon ganz viele Jahre in deinem Unternehmen sind, sei dankbar dafür und pflege sie auch und kümmere dich um sie und sorg dafür, dass sie noch lange bei dir bleiben. Aber sei auch wachsam. Sei wachsam in dem Sinne, in dem du dafür sorgst, wenn einer von heute auf morgen nicht mehr da ist, dass du dann entsprechende Vertretung hast, dass du Ersatz hast, dass du wirklich auch, dass die Informationen auch irgendwo vorhanden sind und dass sie nicht verloren gehen. Ja, und such dir ein Backup für jede wichtige Position. Ich finde, das ist wichtig, dass du für jede Position jemanden hast, der die Aufgaben übernehmen kann, weil das ist eine Pflicht des Unternehmers, damit die Prozesse, damit die Projekte und die Aufträge auch weiterhin entsprechend ausgeführt werden. Hast du gerade die Situation, dass dich ein wertvoller Mitarbeiter verlässt? Sei dankbar für die Zeit, die er oder sie bei dir war. Und wenn du Unterstützung brauchst bei der Suche nach einer neuen, wertvollen Person in deinem Unternehmen, tja, sprich mich gerne an.